Die Fino Rohrsysteme GmbH befindet sich in der Nähe des Oder-Havel-Kanals nördlich von Berlin. Fino Rohrsysteme gehört seit 2007 zur Kraftanlagen München GmbH. Vor 100 Jahren begannen Eberswalde Fino direkt am Fino-Kanal die Vorfertigung von Rohrleitungen für Kraftwirtschaft und Chemieindustrie. Eberswalde war schon damals ein Zentrum der metallurgischen Industrie. Das große Firmengelände der heutigen Fino Rohrsysteme GmbH bietet die notwendigen Voraussetzungen für die Herstellung montagefertiger Rohrsysteme. 1987 begann bei uns eine neue technologische Ära. Mit einer modernen Induktivbiegemaschine wurden dreidimensionale Biegungen von Rohrspools in unserem Hause möglich. Auf dieser programmgesteuerten Maschine, Koyafex PB Spezial, kann Rohr bis zu einem Durchmesser von 440 mm und einer Wandstärke von 70 mm gebogen werden. Mehrfachbiegungen sind ebenso möglich wie Verdrehungen zwischen den einzelnen Biegungen. Die Induktivbiegung bietet entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Glattrohrbogen. Eine zweite und größere Anlage ging Anfang 2007 in den Dauerbetrieb. Unsere Koyafex PB 1200R. Der Druckschlitten bringt Vorschubkräfte von bis zu 1750 kN auf. Es sind Biegemomente bis zu 3000 kN möglich. Die Grenzparameter betragen 1220 mm Durchmesser bzw. 120 mm Wandstärke. Damit kann Fino Rohrsysteme alle aktuellen und zukünftig erkennbaren Anforderungen des Großkraftwerkbaus erfüllen. Induktivbiegungen sind mehr als der Ersatz von Glattrohrbogen. Die Anzahl von Schweißnähten wird reduziert. Für hochbelastete Rohrsysteme sind Induktivbiegungen unverzichtbar. Sie erhöhen die Qualität und senken die Kosten. Das Rohr wird in Druckschlitten und Biegearm gespannt. Der Induktor bildet die Primärwicklung eines Transformators, das Rohr die kurzgeschlossene Sekundärwicklung. Ein elektromagnetisches Wechselfeld induziert starke Wirbelströme im Rohr. Je nach Material wird das Rohr dadurch auf 600 bis 1200 Grad Celsius erhitzt. Die Temperatur wird berührungslos überwacht und automatisch im Sollbereich gehalten. Das Material verformt sich ausschließlich in der Erwärmungszone. Kühlringe vor und nach der Biegezone sorgen für Luft- oder Wasserkühlung. Hier nun die Hauptteile der Koyafex PB 1200R. Kombinierter Druckschlitten mit Verdrehsupport. Biegearm mit Rohrklemme. Induktor und Kühlringe. Pyrometer zur Temperaturmessung. Erwärmungseinheit. Hydraulikblock. Steuerstand. Durch das Zusammenwirken von Rohrvorschub und Kinematik des Biegearms kommt es in der Zugzone zu einer Verschwächung der Rohrwand um 5 bis 20%. In der Druckzone findet eine Aufstauung des Materials um bis zu 60% statt. Durch außermittige Anordnung des Induktors kann die Temperatur der Druckzone erhöht werden, um die Verschwächung der Zugzone sowie die Ovalisierung des Rohrquerschnitts zu begrenzen. In der Arbeitsvorbereitung legt einer unserer Ingenieure die technologischen Vorgaben für das Rohrspool fest. Auf der CAD-Station wird das Biegeprotokoll erstellt. Darin sind alle Vorgaben zur Geometrie des Bauteils enthalten. Die Prozessparameter werden auf Zulässigkeit überprüft und optimiert. Ein Chrom-Wolfram-Molybden-legiertes hochwarmfestes Rohr, der Güte P92, mit einem Außendurchmesser von 590 mm und einer Wandstärke von 26 mm wird in die Maschine eingelegt. Die Fertigung eines Bogens mit 54,1 Grad ist bereits abgeschlossen. Nun ist in einem Winkel von 90 Grad zu biegen. Der Biegeradius beträgt 1700 mm.
Der Operator stellt die Prozessparameter ein und fährt die Anlage an. Der Biegeprozess hat begonnen. Auf die Ovalität der Biegung hat das Verhältnis des Biegeradius zum Rohrdurchmesser großen Einfluss. Es beträgt hier 2,8. Der Vorschub liegt im Bereich von 8,0 bis 9,5 mm pro Minute. Die Erwärmungseinrichtung nimmt ca. 250 Kilowatt Leistung auf. Das Biegemoment beträgt ca. 700 kN/m. Beim gewählten Vorschub dauert der Biegeprozess tatsächlich 5 Stunden. Die Größe des Vorschubs ist wesentlich für die Ovalität der Biegung. Diese wird im Interesse der Langzeiteigenschaften der Biegung streng reglementiert. Die Ovalität soll je nach Biegeradius unter 2-4% des Durchmessers liegen. Fino-Rohrsysteme erreicht diese Werte selbst bei sehr kleinen Biegeradien von R zu D gleich 1,5. Abhängig von Material und Wandstärke wird das Rohr nach der Biegung im Glühofen wärmebehandelt. Auch die Glühparameter sind streng reglementiert und werden genau protokolliert. Hochwarmfestes Material wird bei Temperaturen von über 1000 Grad Celsius vergütet und anschließend angelassen. Die Baumaße der Biegung werden exakt vermessen. Das fertige Spool wird in umfangreichen zerstörungsfreien Prüfungen untersucht. Dazu gehören eine Ultraschall-Wanddickenmessung und eine Magnetpulverrissprüfung. Je nach Herstellungsnorm und Kundenwunsch erfolgen auch zerstörende Prüfungen an Materialproben aus Probebiegungen. Dies sind vor allem Zugversuche und Kerbschlagbiegeversuche bei unterschiedlichen Temperaturen. Zum Nachweis einer einwandfreien Gefügestruktur können metallographische Untersuchungen durchgeführt werden. Nach Prüfung und Abnahme wird das Spool mechanisch bearbeitet und komplettiert. Nach dem Sandstrahlen wird der Korrosionsschutz aufgebracht. Das Bauteil ist nun versandbereit. Der Einsatz von Induktivbiegungen statt Glattrohrbogen bringt entscheidende Vorteile. Erhöhte Qualität und höchste Belastbarkeit gehen einher mit Kostensenkungen in der Montage. Fino-Rohrsysteme verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Induktivbiegen und fertigt nach allen relevanten Regelwerken. Dank unserer Erfahrung und dem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein unserer Mitarbeiter bietet Fino-Rohrsysteme Erzeugnisse auf höchstem Niveau.